Ja, herzlich willkommen zu Was ist neu in the Forest? Mit der Axt im Walde in der Version 0.19, also 0.197. Sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich klicke auch direkt mal hier im Hauptmenü auf Singleplayer Continue und komme auf die erste neue Änderung zu sprechen. Es gibt hier fünf verschiedene Speicherstände. Ja, das ist neu eingefügt worden, das heißt, wir müssen jetzt, wenn wir speichern, wird das nicht immer überschrieben. Ja, wir müssen uns nicht darauf verlassen, dass hier immer nur ein Spielstand geladen und gespeichert werden kann. Wir können uns jetzt hier aussuchen, wo wollen wir speichern und was möchten wir laden. Ab und an, oder ich sag mal, immer ist die Anzeige da. Ja, immer ist die Anzeige da, wie viele Tage habe ich bereits überlebt. Und ab und an ist die Anzeige da, wie viele Gegner habe ich umgebracht, wie viele Wildtiere habe ich umgebracht. Eine große Neuerung, auf jeden Fall. Ich heiße dir herzlich willkommen und steige auch direkt in mein Spiel ein, wo wir ein bisschen springen werden. Ihr kennt das aus dem letzten Let's Play. Was ist neu? Und das machen wir hier auch so. Bis gleich. So, da sind wir auch schon. In the Forest, auf der Insel drauf. Hier im Hintergrund haben wir hier die Schneeberge. Ein bisschen neblig ist hier schon, ja. Und dazu gucken wir uns an hier die Schnappstachelfalle. Ja, ihr kennt die alle. Schnappstachelfalle. Und die ist jetzt doppelt so breit, ne? An der Funktion hat sich nichts getan. Die ist einfach nur doppelt so breit. Wo sind die Fallen hier drin? Traps. Hier. Schnappstachelfalle. Wenn ich die hier ein bisschen anordne. Ja, gut. Auch noch ein bisschen hier, ihr könnt das gut erkennen. Die ist hier die Blaupause ist noch hier um einiges kleiner. Ja, nicht verunsichern lassen, das ist hier einfach so. Wenn man die hier baut, auch wenn die Blaupause platziert ist, wenn man die hier baut, ist die dann doppelt so groß. Ja, was eine Neuerung auf jeden Fall, die hinzugekommen ist. Ich suche auch mal flott die Container. Die sind hier unten und ich will, genau, da gehen wir zur nächsten Änderung. Wir haben einen neuen Effigy. Das ist er nicht, das sind sie. Wir können die hier nicht gerade gut erkennen, denke ich mal. Und, ja. Das ist jetzt hier so ein Wildschweinschädel, ist das aufgespießt. Ja, das gibt's auch noch mit einem Rettungsring. Ja, sieht man hier leider nicht so gut. Ja. Und in den Containern hat sich auch ein bisschen was getan. Hier gibt's einen Rettungsring. Und in den Containern befinden sich auch Schaltplatinen ohne Ende. Neues Effigy. Ja, wo man hier was rausnehmen kann. Das ist eine Kassette. Haben wir die schon? Kassette 4, Kassette 1. Die haben wir bereits. Wir nehmen die auf. Und was bekommen wir? Kassette 4, Kassette 1. Ja, gut. Ja. Ja, Schädelhaufen ist auch ganz neu. Ja. Ist ein Haufen Zeug, was hier drin liegt. Im Flugzeug gibt es übrigens nichts Neues. Da ist alles beim Alten geblieben, bis auf eine Sache. Wir haben hier eine Schmutztextur. Ja, das heißt, man sieht die Kratzer, die Abschürfungen auf dem Flugzeug. Wunderbar. Und wir laufen auch direkt mal lang in Richtung Gänsesee. Ich sag mal zwischendurch, von der Landschaft her hat sich ein bisschen was getan. Ja, dort, wo hier früher nur Sand war. Ich mag das mit dem Wind so sehen. Ja, wenn sich das Gras bewegt und die Bäume bewegen oder die Tiere durchlaufen durch das Gras und einfach das Gras zum Bewegen bringen. Der Hase hier. Na, du, mein kleines Hasi. Oh, was ist das hier? Ist gerade rumgebaumelt.
Eine Mikrowelle oder was ist das? Eine Schreibmaschine, ich weiß es nicht. Nee, einfach ein Koffer. Gut. Ja, wir latschen hier mal direkt zum Gänsesee, da gibt's auch eine Neuerung. Dort sind wir nicht unbedingt beim Gänsesee, auch wenn es beim Gänsesee indirekt eine Neuerung gab. Ich schnapp mir hier das Seil. Das sieht auch ganz schick aus, finde ich, ne? Das sieht wie ein richtiges Kletterseil aus. Da möchte ich auch dran hochlaufen. Oben auf den Fischerständen gibt es jetzt hier die Neuerung, dass es hier aufnehmbare Gegenstände gibt. Ich nehme mir eine Schaltplatine. Ich nehme mir ein Riegel mit. Eine Fackel. Ein bisschen Papiergeld und... Ja, dann darf ich an für sich wieder runterklettern. Ja, das machen wir jetzt aber nicht. Wir gucken uns das schöne Gänsesiechen in the Forest an und erkläre euch dazu Folgendes. In einer Höhle, in einer ganz bestimmten, ihr könnt das in den Patch Notes nachlesen, ja, da gibt es jetzt einen zusätzlichen Ausgang. Und dieser Ausgang führt hier beim Gänsesee raus. Ich sag nicht wo. Ja. Sag ich jetzt nicht. Ich kletter auch einfach wieder raus. Und ja. Werd hier einfach zum nächsten Punkt latschen. Wo wir uns in Kürze sehen werden. Ja, und ich befinde mich hier auch auf dem Boot, ja, auf dem Segelboot. Das liegt bei mir ein bisschen woanders. Ihr seht, wo das liegt. Und nehme hier auch mal Seile mit. Die gibt es hier ohne Ende. Wirklich ohne Ende. Hier oben ist auch noch eins. 4 Stück insgesamt. Wir haben hier Yacht, die Summer Edition und ein gutes Bild von der Missy. Ja, kann keinen weiteren Kassettenspieler mehr aufnehmen, nehme ihn trotzdem auf. Und ich zeige euch hier was. Nicht das wunderbare Bild möchte ich euch an für sich zeigen, sondern in der letzten Seite des Überlebensbuches werden hier gefundene Bilder und alles vieles andere wird hier aufgezeigt. Ja, nochmal hier bei Notes. Klickt dann irgendwo hin und dann an das Ende. Das wird hier nicht highlighted, ja. Also markiert, wenn man mit der Maus drüber fährt. Aber wenn man draufklickt, kommt man hier zu den Notes und ein paar schicken Bilderchen. Und ja, ich finde, das ist auch was Nettes. Ich ersauf hier gleich oder eben auch nicht. Modap.de sei Dank, genauso wie forum.zweifelforest.net. Und wir klettern hier auch wieder raus. Was gibt es Neues hier am Strand, sag ich mal? Ein Topf. Und der eine oder andere wird das vielleicht gleich erkennen. Es gibt hier auf der Seite kein Tauchgerät mehr. Ja, das haben die verlegt. Das haben die verlegt. Das Tauchgerät findet sich jetzt nur mehr in den Höhlen. Ich glaube, am Boot ist eine Sauerstoffflasche. Ja. Aber sonst ist das Tauchgerät nicht mehr hier auf der Seite und findet sich auch noch in den Höhlen. Und wir gucken uns auch gleich mal die nächste Erinnerung an. Hier, ja, kann man runterlaufen. Oh, ja gut. Dem einen oder anderen ist das vielleicht schon aufgefallen. Es gibt hier ein bisschen grünliches Wasser. Das hat, ich denke mal, zum einen damit zu tun, dass es hier Änderungen am Wasser wieder gab. Im grundlegenden Sinne. Das heißt, ihr könnt das vielleicht hier erkennen, eher auf der rechten Seite des Bildschirms, des Bildes. Dass hier das Wasser kleine nette Wellen mit dem Wind schlägt, ja. Das sieht ganz schick aus. Aber wenn man
hier sich den Rest anguckt. Weiter draußen ist das Wasser blau, weiter innen ist das Wasser grün, braun, was weiß ich, sandig, schrecklich. Gut, das ist meine persönliche Meinung, das ist einfach, ich find das nicht gerade prickelnd, dass das Wasser hier so grünlich aussieht. Es gibt jetzt auch das neue Feature, das nennt sich Unterwassernebel. Weiß nicht ganz, was ich damit anfangen soll, was ich davon halten soll. Ich denke mal, hier der Unterwassernebel macht das Ganze ein bisschen suppiger, wie es nicht sein soll. Aber auch eben, ja, so grünlich. Ja. Gibt's hier irgendwo Sand, sinkt die Figur ein, die Spielfigur, das ist auch ganz neu dabei. Wenn wir hier zurückkommen auf das Tauchgerät, steht das auch hier im Inventar. Ich lasse das kurz mal offen. Ja. So, in der Anzeige. Da steht hier, can be used to swim underwater, das heißt, zum Benutzen unter Wasser gedacht. Und current air charged ist einfach, wie viel Luft ist noch verfügbar, 248 Sekunden. Ja, damit lässt sich noch was anstellen. Das sind hier 4 bis 5, ja, eher 4 Minuten. Mit links kann ich das nehmen, mit rechts kann ich das wieder ablegen. Ich nehme das mal. Ihr seht, ich habe das an und gehe auch zurück ins Inventar. Wenn ich dann nochmal drauf fahre, steht hier neben der Anzeige der Sekunden, steht hier Equipped. Ja, ausgerüstet. Ich lege das wieder ab, damit ich das nicht mehr habe. Aber ihr habt gesehen, das ist jetzt auch ganz neu, eine Anzeige, dass das Ding ausgerüstet ist. Dann gibt es hier noch die Schildkröten da. Hätten wir im Inventar bleiben können. Schildkrötenpanzer, der findet sich jetzt ganz oben. Ja, in der Mitte ganz oben. Das ist auch ganz neu. Und wir haben hier... Ah, ihr seht das bezüglich der Landschaft, die ich vorhin erwähnt habe, mit bisschen verändert. Hier hinten gab es einen Weg runter. Ja, hier. Neuer, schöner Weg runter. Und hier ist alles ein bisschen mit Gras und Moos und weiß der Geier, was das ist, voll. Das finde ich an für sich wirklich ganz nett und lecker. So sieht das Ganze ein bisschen ein Ticken schicker aus. Auch ganz neu, Grabstätten. Es gibt jetzt Grabstätten, da kann ich mir eine Musikkassette aufheben. Welche habe ich bekommen? 1, 4 und die 5. Ja, wunderbar, ausgezeichnet. Und da gibt es auch ein paar Bilderchen. Ja, gut. Da sind wir in ein, ich weiß nicht was, ein... ja. Genau. Auch neu ist hier in der Feuerstelle, man muss das Feuerzeug über die Feuerstelle halten. Passiert das nicht, wird nichts angezündet. Ja, nochmal hier. Ich gehe hier wieder weg. Oder auch nur ein bisschen ran. Geht nicht. Oder ein bisschen daneben. Geht auch nicht. Direkt drauf. Geht das. Ja, der gute Mann regt sich hier hinten ein bisschen auf. Da kommen wir auch zu den Gegnern. Ja. Ja, Feuer hier, unendlich viel Viecher. Was ist hier nur los in the forest? Was ist hier mit den Möwen? Ja, und du auch noch. Hier von der Seite mich anlabern schräg. Ja, das kommt mal vor. Das ist alles möglich in the forest. Guter Mann, wirklich guter Mann, was ist nur los? Ja, sprechen wir ein bisschen über die Gegner. Nicht alle Gegner können hier die... Oh. Ja. Es ist auf jeden Fall möglich, dass Feuerstellen zerstört werden. Genauso wie Gebäude. Ihr wisst das mittlerweile.
So, wir sind auch wieder ein bisschen gesprungen. Worauf ich zurückkommen wollte, ist, dass nicht jeder Gegner alles zerstören kann an Gebäuden. Ja. Da gibt es bestimmte Gegnertypen, die können bestimmte Gebäude zerstören. Ja. Und grundlegend bei den Feuern ist ein bisschen komplizierter als erwartet, sag ich mal. Ja. Da können sogar Vögel, ihr habt das gerade live miterlebt, sogar Vögel hier, die Gebäude zerstören. Ja, gut, so ist das. Auch haben wir hier. Bei einigen von den Kannibalen, sag ich hier, von den Leichen, bei einigen von den Leichen haben wir hier ein Physikmodell hinzugefügt bekommen. Das heißt, ich kann diesen schwindeligen Typen hier zum Beispiel ein bisschen hier durch die Gegend, auch wenn ihm hier die Därme raushängen. Und er pendelt auch schon wieder ein bisschen mehr ab. Ja, gut, so viel dazu, ist nicht unbedingt nötig. Es gibt auch in den Höhlen neue Kannibalentypen. Das sind jetzt hier die hungrigen Kannibalen, die wir hier schon kennen bereits. Nur in der bleichen Form. Ja. So, ganz bleich, hautbleich. Ich mache auch mal das. Ihr seht das hier, aufnehmen E und aufnehmen E. Ja, das zeige ich euch. Ich verrate jetzt natürlich verbal nicht, wo das zu finden ist, aber ihr habt das gesehen. Hier liegt das. Ich lasse das auch kurz noch ein Momentchen offen und dann nehme ich das auf. Und ich nehme das hier auf. Und sag euch, mit dem einen haben wir hier den Kompass, wo wir hier dann gar nichts mehr sehen, wenn wir in der Höhle drin sind. Ja, das sehen wir wirklich nicht so recht. Und zum anderen haben wir hier einen Teil, nämlich Teil 3 von 4. Von der Inselkarte. Ja, ich weiß noch nicht so ganz, was man mit der Inselkarte machen kann, wenn man die gefunden hat. Vollständig gefunden hat. Das heißt 4 von 4 Teilen. Das weiß ich noch nicht. Aber man kann die hier neben angucken. Was auch ganz neu dabei ist, Höhlenübergänge. Ihr seht das, die sind jetzt viel flüssiger, ja. Da gibt es nichts Stressiges mehr hier. Das ist der Kompass, ihr habt den gesehen. Ja. Und auch war hier mal von den Karten war an der Stelle, wo wir gerade die Karte 3 von 4 gefunden haben, die Sternenkarte. Ich weiß nicht, das sage ich euch ganz ehrlich, wo die Sternenkarte ist. Das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht gibt es die auch gar nicht mehr, aber an dieser Stelle, wo sie einmal lag, liegt sie nicht mehr. Wie mache ich das jetzt wieder weg? So, Feuer nehmen, einmal Feuer wegmachen, gut ist. Es gibt auch zu den bleichen Versionen, das heißt den Höhlenversionen von den Kannibalen. Ja, gibt es auch jetzt hier bleiche Versionen von Miss Nudity und dem Trompetenrüssler. Die sind ein bisschen stärker, bisschen schneller und auch ein bisschen fieser drauf. Was ich euch im Inventar noch zeige, ist hier das Foto von Timmy direkt im Rucksack drin. Laut den Entwicklern ist das eine Erinnerung daran, dass man ein besserer Elternteil sein soll. Ja, ich weiß auch nicht ganz. Ja. Hier ist er, der Timmy. So sieht er aus. Bin gespannt, wann wir ihn wieder treffen. Und ich springe jetzt auch wieder ein bisschen durch die Gegend. So, wir sind nun auf der anderen Seite der Insel angelangt.
Und ich möchte euch hier mit den Krokodilen was zeigen. Ich bin gespannt, ob die Viecher auch anbeißen. Kurz war das mal zu sehen jetzt. Ja, schnappst du nach mir? Ja, in der Zwischenzeit erzähle ich euch, dass die Haie verlegt worden sind. Dem einen oder anderen ist das vielleicht aufgefallen. Wie wir auf dem Segelboot waren, da waren hier keine Haie zu sehen. Wir sind jetzt ein bisschen weiter draußen. Und ja, leider, ich sag mal, zu unserem Leidwesen ist die Performance auch ein bisschen niedergegangen. Das heißt, in den Optionen Draw Distance am besten herabsetzen und was auch sonst noch gibt, ein bisschen anpassen. Ja, komm jetzt hier, Krokodilchen. Genau. Die können jetzt schwimmen, die Viecher, und einem aus dem Wasser aus angreifen. Nicht nur das, die sind auch ein bisschen robuster, ja, und können mehr an Schaden austeilen. Das heißt, das mit den Viechern, das ist eine ganz interessante Sache an und für sich. Hier demonstriere ich euch nochmal kurz den Wassernebel, ja. Sieht wirklich irgendwie komisch aus. Wassernebel, ne? Weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Gut. Ja. Während hier das Krokodil. Oh, zwei Krokodile haben wir hier schon. An Land rumkrebsen. Ja, fast wortwörtlich. Kann ich euch mitteilen. Es gibt eine neue Höhle. Ja, Höhle Nummer 9. Die ist auch ganz neu dabei. Leider ist auch so, dass die Ausdauer ein bisschen schneller runtergeht und man muss auch eine Pause machen, wenn man möchte, dass sie dich, ja, wie sich wieder auflädt, die Ausdauer sich wieder auflädt und die Schleichrüstung, die ist in der Größe angepasst worden. Viele haben das bereits erwartet, beziehungsweise haben sich das gewünscht. Die Schleichrüstung ist von der Größe her angepasst worden. So dass man auch ein bisschen mehr erkennen kann zwischendrin. Ja, da schwimmt das Vieh. Und ich sag mal, damit beende ich auch das heutige Let's Play für die Version 0.1.19 von The Forest und was alles so neu ist. Ja, und diesmal sage ich nicht liebe Grüße an die Mutti, an die Oma, sondern auch liebe Grüße. Speziell liebe Grüße an all diejenigen, die zugucken, ja, an die ganzen Let's Player, YouTuber und vor allem Subscriber. Wir sind hier, auch wenn das eigentlich gar nicht so beabsichtigt war, über die 100 Subscriber drüber. Und ich sag mal recht herzlich danke fürs Zugucken, vor allem recht herzlich danke für die Kritiken und auch den Input. Wir sehen uns dann beim runden Update, denke ich, zu The Forest. Was ist neu? In der Version 0.120. 020 ist es. Nicht 1.2 Wunschdenken. In der Version 0.20. Das war die Axt im Walde. Ich wünsche euch was Liebes, alles Gute und einen guten Gruß von mir an euch. Tschüss!